In meiner Diele steht ein Bär. Ein sehr, sehr großer Bär. Ich bring sie um. Ich bring sie sofort um, bevor sie mich umbringt. Coco, liebste Freundin. Hast du meinen Bär gesehen? Ja. In meine Wohnung kommt kein Bär. Das ist ja dein Problem. Es reicht. Ich halte das nicht aus. Verlass sofort dieses Haus und nimm deine Tische, Stühle, Schränke und diese Bestie gleich mit. Er heißt Lee. Mit Vornamen Chris. Chris Lee. Oh, Coco, bitte, bitte. Zieh zurück in deine Wohnung. Ja? Du bist gut. Die Handwerker haben doch eben erst die Wände aufgestemmt. Es ist doch alles voller Wasser. Würdest du in eine klatschnasse Wohnung ziehen wollen, wo sich Schimmel und Pilz gute Nacht sagen? Stell ich mir im Augenblick paradiesisch vor. Schimmel und Pilz sind geradezu Botschafter der Gemütlichkeit gegen deinen Sperrmüll. Ach, du hast doch keine Ahnung. Das sind doch alles ausgesuchte Möbel aus 5 verschiedenen Kontinenten, mindestens. Zum Beispiel dieses Beistelltischchen. Gutes Beispiel. Ich frage mich ernsthaft, wozu man so ein Beistelltischchen überhaupt braucht. Man kann so gut wie nichts drauf abstellen. Man kann nicht mit guten Freunden drumherum sitzen. Es sieht scheiße aus. Kann es sein, dass du mir etwas Bestimmtes sagen möchtest, Lukas? Ich bin dabei. Seitdem du hier eingezogen bist, herrscht Krieg. Und zwar zwischen deinem Hausrat und meinem Schutzengel. Mein Schutzengel kann gerade noch sagen, Obacht, Lukas. Kokos hässliche alte Amphore und Rums hat sich mir schon dein Kleiderständer in den Weg geworfen. Das macht dein Mobiliar doch absichtlich. Ich wette, hinter meinem Rücken lacht es über mich. Wer tut das nicht? Vater, ich finde ja auch, dass deine Zusammenstöße mit Kokos Besitz ein Ende haben sollten. Was schlägst du vor? Lern endlich laufen. Ich kann laufen, Vater. Ich kann es seit dem Tag, an dem du mir eine Mark in die Hand gedrückt hast und sagtest, hier, Sohn, hol mir Zigaretten vom Bütchen. Ich kann also seit meinem ersten Lebensjahr laufen. Ja, damals warst du noch zu etwas Nütze. Gib mir den Schlüssel für den Schuppen im Hof, Vater. Wenn Kokos Gerümpel nicht sofort aus der Wohnung verschwindet, bin ich morgen ein gebrochener Mann. Und zwar ein Genickgebrochener. Ach, du immer mit deinen leeren Versprechungen. Den Schlüssel kommt gar nicht in Frage. Ihr entweiht meinen Schuppen nicht. Ihr interessiert euch ja überhaupt nicht dafür, was ich da unten gerade bewerkstellige. Sind Sie unter die Heimwerker gegangen? Ja, unter die Alzheimwerker. Ja, und du bist mein Parkinson. Vater! Zum Vergreisen braucht man jedenfalls keinen eigenen Schuppen. Also her mit dem Schlüssel. Ja, dreh es, wie du willst. Der Schuppen ist und bleibt diese Woche mein Reich. Jawohl, mein Vater! Lukas, komm, das ist doch alles halb so schlimm, nicht? Guck mal, meine Handwerker, die haben mir in die Hand versprochen, dass ich wieder einziehen kann in 1, 2 Tagen? Jetzt sag nicht Wochen. Nein, das sage ich nicht. Monate. Ich verstehe das jetzt als Scherz. Und werde nicht weiter darüber nachdenken. Ich werde das Thema wechseln. Hat jemand angerufen? Lisa, das Wetter ist blendend und sie hat jede Menge Spaß. Ja, immerhin einer aus der Familie. Ich habe ihr vorsichtshalber nicht erzählt, dass ich gerade ihr Zimmer bewohne. Bewohnen würde es ja auch nicht treffen, eher abwohnen. Ach komm, das ist doch gar nicht wahr. Ich mache mich doch nützlich, wo ich noch kann. Gut, ich lasse dir eine übrig. Meinetwegen auch 2. Was ist das? Nougat-Trüffel, sehr delikat. Das da! Das mit den roten Augen! Es guckt mich an! Es bewegt sich, es lebt! Ach so, ja! Das ist Frau Dr. Posauke, aber sie ist doch in ihrem Käfig. Das ist eine Ratte! Ja! Was macht diese Ratte in meiner Wohnung? Ja, also... Du kennst doch Gerda, nicht? Gerda, du weißt schon, die arbeitet doch an diesem feministischen Buchprojekt über Menstruationszelte, ne? Du, die sind jetzt übrigens in sehr viel schönere Räume gezogen. Naja, und finanziell geht's auch immer besser. Und Gerda meinte neulich erst... Du kennst doch Gerda. Buchprojekt über Menstruationszelte? Hm? Das heißt mein Tagebuch, ne? Verstehst du? Also, Tage und Buch.
keine Tage mehr. Coco! Sie gehört Gerda und Gerda ist im Urlaub und ich habe die Ratte in Pflege. Lukas, wir sind doch so süß und wir bleiben auch ganz lieb in unserem Käfig und wir werden auch gar nicht stören, nicht? Und du wirst uns auch gar nicht zu Gesicht bekommen. Bitte, bitte, bitte. Wenn ich das hier überlebe, bringe ich mich um. Ich esse jetzt Pizza mit Sardellen und der Rick, der kriegt nix ab. Hey! Wow! Scheiße! Harry, mach das Licht an. Dir ist doch nichts passiert? Nein, aber die Sardellen haben jetzt Haare. Lass dich noch mal fallen, vielleicht kriegst du auch welche. Ich geh mal die Sicherungen kontrollieren. Das sieht mir ganz nach einem Kurzschluss aus. Oh, großartig kombiniert, Herr Oberinspektor. Und vielen Dank für dein Mitgefühl. Oh, mein Lieblingspizzateller, nur noch Scherben. Was ist denn los, Lukas? Wo ist denn unser Licht? Was hast du mit dem Strom gemacht? Lukas! Lukas! Wo bist du denn? Na hier, in der Pizza! Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Störe ich beim Essen? Coco, das ist ja ekelhaft. Wie kann man sich nur Lebensmittel ins Gesicht schmieren? Lass mich raten. Tomatenmaske? Nein, Bluthochdruck. Danke, Coco! Jetzt hast du es endgültig geschafft. Der Meniskus ist rausgeflogen. Ja, und die Hauptsicherung auch. Ja, ich interessiere mich ja sonst nicht so für elektrische Angelegenheiten. Aber reicht's nicht, wenn man das einfach wieder reindrückt? Auf keinen Fall. Dann lass ich nur einen Arzt dran. Ich hab's ja schon versucht, aber die springt immer wieder raus. Da muss ein Handwerker ran. Handwerker? Du reparierst doch sonst immer alles. Ach, sonst ja, aber keine Zeit. Größere Herausforderungen warten auf mich. Im Supermarkt Preisschildchen vertauschen? Nein, im Schuppen. Ihr interessiert euch ja überhaupt nicht für meinen Schaden. Ja, da hast du völlig recht, Vater. Würdest du jetzt bitte die Handwerker rufen? Ach, hab ich doch längst. Ich hasse Handwerker. Machen nur Dreck und Lärm. Kennst du den? Hm? Handwerker und Mensch fallen vom Kölner Dom. Ne? Wer kommt als erstes unten an? Weiß nicht. Der Mensch. Der Handwerker macht zwischendurch eine Frühstückspause. Weißt du, wie Handwerker Mikado geht? Ja. Sitzen zwei Handwerker vor dem kaputten Kühlschrank. Wer sich als erster bewegt, hat verloren. Warum kommen Handwerker nicht in den Himmel? Weil sie die Anfahrt berechnen! Das können die doch unmöglich schon sein. Die brauchen doch sonst Jahre. Außerdem haben wir kein Bier im Haus. Und ohne Bier läuft bei den Brüdern doch gar nichts, ne? Dann geben wir den einfach ein Schmückchen von meinem Nagellackentferner. Stopp ist Stopp. Und wenn sie dann endlich da sind, kostet jede Sekunde 10 Mark. Ja, aber ohne Material und Arbeit. Versteht sich. Und was kriegst du dafür? Dicke, ungepflegte Männer. Bei denen man die Po-Falte sieht. Namens Elektroblitz. Ja, sicher, Elektroblitz. Bin ich hier richtig bei Lenz? Ja, aber Gold richtig. Guten Abend, ich bin Cornelia. Wer bist du? Oh! Freunde nennen mich Coco, aber kommen Sie doch erst mal rein, dann können Sie sich unser kleines Problem aus der Nähe anschauen. Ich glaube nicht, dass ich den da reparieren kann. Da würde ich eher einen Arzt dran lassen. Ich kümmere mich lieber mal um den da hinten. Wow, geiles Teil. Oh ja. Soll ich Ihnen das Gerät erklären?
Danke, ich kenne mich aus. Aber natürlich kennen Sie sich da aus. Sie sind ja schließlich Handwerker. Handwerkerin. Ein ehrenvoller und oft unterschätzter Berufsstand, nicht? Ich selbst wäre ja auch gerne Handwerkerin geworden, nicht? Aber ich hätte auch das Zeug dazu gehabt, aber mein Vater unterband all meine hochfliegenden Pläne. Er wollte lieber, dass ich was... Ja, was Solides lernen. Naja, er schickte mich halt auf die Uni. Auf welche Uni? Auf die Karl-von-Dall-Universität? Fiat Lux! Oder es werde Licht, wie wir Akademiker zu sagen pflegen. Fiat Panda! Oder Hals Maul, wie wir Minenarbeiter zu sagen pflegen. Also, voll denn das Problem. Eure Leitungen sind ein bisschen altersschwach. Ihr müsst in Zukunft darauf achten, dass nicht zu viele Geräte auf einmal am Netz sind. Mit anderen Worten, ihr solltet jetzt nicht 99 Heizlüfter auf einmal anschaffen. Blendende Idee! Aber für einen solchen Großeinkauf bedürfte ich dringend fachlicher Beratung. Haben Sie heute Abend schon was vor? Aber Lukas, du verpasst doch deinen Arzttermin. Mit so einer Syphilis ist schließlich nicht zu spaßen. Hören Sie nicht hin! Die Frau lügt wie gedruckt, seitdem sie wieder an der Nadel hängt. Ich würde mal ein bisschen leiser treten. Don Pomodoro! Oh! Verzeihen Sie meinen ungewöhnlichen Aufzug. Also nicht, dass Sie denken, ich würde den ganzen Tag so rumrennen. Nein, nein, nein. Ich bin nur ein bescheidener Schauspieler, der sich zu Hause auf seine Hauptrollen vorbereitet. Hm? Faust 1. Er spielt ein Fass in Auerbachs Keller. Gut gebrüllt, Gurke! Oh, ja. Nicht, dass Sie denken, ich würde den ganzen Tag so rumlaufen. Nein, das ist nur der leidige Jetlag. Ich bin nämlich Fotografin, heute hier, morgen da. Darf ich Ihnen meine Adresse geben? Es ist nur, weil ich habe nämlich auch sehr viele Sicherungen zu Hause. Und die sahen in letzter Zeit gar nicht gut aus. Und überhaupt wäre sehr viel zu machen in meiner Wohnung. Total feucht. Coco, sie ist Elektrikerin und keine Hostess. Ihr seid mir zwei Herzchen. Ja. Und jetzt brauche ich nur noch ein Autogramm von Ihnen. Aber gern. Für jemand Bestimmtes. Schreib doch einfach für die liebe Buchhaltung. Oh! Ah! Nur 185 Mark. Na, das ist ja geschenkt. Ja, ich sag ja immer, Handwerker im Haus, sehr wenig Geld zum Fenster hinaus. Ja, ja. Also, viel Spaß noch. Ja, kommen Sie doch mal wieder vorbei. Wir haben einen Toaster, der hustet so komisch. Und meiner spuckt Brot. Moin. Seit wann interessierst du dich für Mopeds? Oder haben sie dir den Lappen für den elektrischen Rollstuhl abgenommen? Was soll das jetzt? Warte, ich will nicht, dass du dir die Augen verdirbst. Hm? Oh, zu spät. Teufel, was hast du da an? Berufskleidung. Gestatten? Hamlet. Für die einen ist es Hamlet, für die anderen die größte Blutwurst der Welt. Vater, für die einen bist du nur ein böser alter Mann, für die anderen nur ein böser alter Mann. Wie siehst du denn aus? Oh, ein Weihnachtsbaum, der sprechen kann. Ja, man sollte stets gut gekleidet sein. Nicht? Man weiß ja nie, was der Tag noch bringen mag. Oh, was für ein Tag ist denn heute? Der Tag der transparenten Speise? Ja, was grillt denn da Schönes? Ja, das kann ich mir jetzt auch gerade gar nicht erklären. Ich hätte gleich misstrauisch werden sollen, als der Feinkostfritze sagte, es wäre eine Flugente. Ja, deine Ausreden waren auch schon mal besser, Fräulein Brautschau. Für jemanden, der nicht kochen kann, hast du verdammt viele Geräte am Laufen. Oder ist das deine finale Null-Diät? Als ich gerade am Stromzähler vorbeikam, wurde mir ganz schwindelig. Hast du ein Kernkraftwerk geerbt, Blutwurst? Hamlet, Vater, Hamlet! Ja, sicher, Sohn, sicher. Oh, welch festlich gewandt, Coco. Danke, Ludwig. Willst du mit Prinz Blutwurst dänische Weihnachten feiern? Vater, kennst du den Film Vom Kinde zersägt? Ach, das ist ja ärgerlich. Schon wieder Stromausfall. Stromausfall! Stromausfall! Es ist schon wieder Stromausfall! Schon wieder Stromausfall!
Stromausfall. Das ist ja ärgerlich. Ja, das ist zu dumm. Ja, und so unerklärlich, wenn man von den 150 laufenden Elektrogeräten in diesem Haushalt absieht. Falls ihr in eurem sexuellen Notstand die Wohnung komplett verwüsten solltet, mich findet ihr bei sinnvoller Beschäftigung im Schuppen. Was hat er nur immer mit seinem Schuppen? Scheiß auf Schuppen! Elektroblitz anrufen. Ach, das habe ich doch schon längst erledigt, bevor ich die leere Waschmaschine angeworfen habe. Du hast mit ihr gesprochen? Was hat sie gesagt? Hat sie nach mir gefragt? Habt ihr über mich gesprochen? Nö. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Elektroblitz, guten Tag, verstehe. Komme gleich. Oh, Mickey heißt die süße Maus. Halt du dich lieber an deine Ratte. Für dich immer noch Frau Doktor Posauke. Wozu zum Teufel braucht Gerda eigentlich diese Ratte? Sie hat doch schon dich zur Freundin. Ich mach schon auf. Lass die Finger von der Klinke. Das ist meine Tür. Hallo again. Jetzt weiß ich wenigstens, warum die Firma Elektroblitz heißt. Das ging ja sozusagen blitzschnell. Ja, wirklich, wo wir doch gerade erst miteinander telefoniert haben, Mickey. Würdeloser Schellenbaum. Euer Anruf hat mich erreicht, als ich gerade einen Stock höher war. Bei Frau Hamacher? Was hatte sie denn? Gab's Probleme mit ihrer Grappa-Pumpe? Elektrische Schweigepflicht. Also, was liegt an? Ja, meine entfernte Bekannte hier wollte sich wie jeden Nachmittag die Beine rasieren. Und ihr elektrischer Rasentrimmer war wohl ein bisschen zu viel für unsere alten Leitungen. Ich glaube eher, es war dein elektrischer Blasebalg. Er hatte nämlich eine große Puppensammlung. Entschuldigen Sie die dreckige Fantasie dieser Dame. Berufskrankheit. Apropos, wann haben Sie denn heute Abend frei? Kino oder Italiener? Oder beides? Entschuldigung. Aber ja. Herr Lukas, du hast doch heute Abend ein Meeting. Er geht nämlich regelmäßig zu den anonymen Schauspielern. Ich und anonym? Komm, wir kommen noch über die Straße, ohne angesprochen zu werden. Tja, vielleicht machst du mal deinen Hosenlatz zu, wenn du rausgehst. Dann mach du doch erst mal deine Galerie auf, von der du seit Jahren faselst. Das muss ich mir doch nicht von jemandem sagen lassen, der mit 70 noch bei seinem Papi wohnt. Für jemanden, der Nacht für Nacht sein Kopfkissen voll heult, weil sie nicht die Richtige findet, reißt du dein Maul aber ganz schön weit auf. Kümmere du dich um deine Weibergeschichten. Meine gehen dich überhaupt nicht an. Ah, da habe ich ja wohl in ein Lesbennest gestochen. Die Reparatur geht diesmal aufs Haus. Leistet euch von der gesparten Kohle doch einfach mal ein Therapiestündchen. Ich will eure hitzige Debatte ja nicht unterbrechen. Aber könnte es sein, dass ihr euch gerade besonders gut vertragt? Vater, ich hatte eine sehr anstrengende Woche. Ich habe mir in dieser Sperrmüllhalde, die früher einmal meine Wohnung war, so viele blaue Flecken geholt. Damit komme ich ungeschminkt in jedes Frauenhaus. Ich muss unter meinem Dach eine Ratte mit Doktortitel beherbergen und eine ohne. Ständig fällt der Strom aus und wenn ich mich mal mit der Handwerkerin unterhalten will, drängt sich ein Etwas im Nuttenfummel dazwischen und demütigt mich vor ihr. Außerdem ist Samstagabend. Sonst noch Fragen? Coco, kannst du mir diesen Sermon übersetzen? Nein. Ich bin aus niedrigen Beweggründen beleidigt worden, wie ich noch nie beleidigt worden bin. Könntest du dieser liebestollen Rattenmutti sagen, dass ich A. nicht damit angefangen habe und B. nicht mit einer Person spreche, die einen Sicherungskasten noch nicht einmal von einem Adventskalender unterscheiden kann? Och, da hat Fräulein Micky aber bei euch ganze Arbeit geleistet. Soll ich euch noch mal einen guten Spruch mit auf euren ferneren Lebensweg geben? Nein! Liebe macht blind, aber Eifersucht macht blöd. Tja, also, wenn ihr euch unbedingt anschweigen müsst wie ein altes Ehepaar, dann sollte stilvoll dazu auch der Fernseher laufen. Also ich war's nicht. Ich auch nicht. Wer ruft Sie an? Mir doch egal.
So, so, egal, was? Ah. Du glaubst doch nicht, dass diese, unsere, schon längst fällige Aussprache daher rührt, dass ich eifersüchtig wäre? Ja, und du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich ernsthaft scharf auf diese Elektroperson gewesen wäre? Aber ich, was, mir traust du sowas zu, ja? Ich und scharf auf so eine Stromliese? Ha? Hi. Nein, Telepathie. Muss man euch jetzt nicht mal mehr anrufen, wenn was ist? Ehrlich gesagt, ich bin nicht im Dienst. Ich habe ein Date mit Herrn Lenz. Wo gehen wir hin? Kino oder Italiener oder beides? Weder noch. Ich meine Ludwig Lenz. Ludwig Lenz. Ludwig Lenz? Ja, klar. Ein Date mit Ludwig Lenz? Ist er nicht da? Nee. Nein. Der wird unten im Zopfen, ja, da wird er wohl da unten sein. Nee. Okay, ciao. Was soll denn das heißen? Ciao. Ciao kommt aus dem Italienischen und heißt so viel wie Servus. Man kann es zur Begrüßung wie auch zum Abschied. Coco! Hinterher! Ja. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass Sie sich mit meinem alten, gebrechlichen Vater verabredet haben? So ein Senior ist doch der Aufregung gar nicht gewachsen. Eben, Vater ist doch in seinem Schuppen gut aufgehoben, wo er mit giftigen Fingern leichte Bastelarbeiten erledigt. Wenn ihr euch da mal nicht täuscht. Burn to be by, burn to be by. Wow! Micky hat ihren Ofen ja des Öfteren vor meiner Hütte geparkt und da sind wir ein bisschen ins Quatschen gekommen. Und dabei sind ein paar heiße Tipps für die Reparatur meines alten Hobels abgefallen. Ihr hattet ja keine Böcke, irgendwas über meine Schrauberei zu hören. Null Peilung, die beiden Pfeifen. Das ist der Weltuntergang. Ja. Und was ist jetzt mit unserem Stromausfall? Irgendwann hat jeder mal Feierabend. Sorry. Aber das ganze Wochenende keinen Strom. Da geht ja nicht mal der Fernseher. Ja, und was machen wir zwei nach unserer Spritztour? Kino oder Italiener? Na, beides. Micky, halt dich fest. Der Tank ist voll. Die linke Spur ist unter. Wenn der alte Mann nach Hause kommt, kann er was erleben. Wie oft kommt so ein alter Mann eigentlich? Coco, wenn er das tut, schaffe ich ihn in ein Heim. Heim oder nicht Heim, das ist offiziell der langweiligste Abend meines Lebens. Inoffiziell auch. Göttin ist mir langweilig. Quatsch nicht so viel, tu was. Ja? Schauen wir mal eben, was so läuft im Fernsehen, hm? Oh, guck mal. Pastor Fliege wandelt mal wieder über Wasser. Mach den weg. Da, wahre Liebe. Lilo Wanders berichtet live von ihrer eigenen Geschlechtsumwandlung. Oh, meine Lieblingsgynäkologensendung. Dr. Stefan Krank, der Arzt, den die Frauen versauen. Den würde ich noch nicht mal in meine Handtasche gucken lassen. Er macht doch lieber Sittensinn. Ich, vielleicht zeigen Sie wieder, wie man über eine Straße geht. Ne, lieber Talkshow. Ne? Bei Ilona sind wieder alle Rotz betroffen. Lieber Kochshow, nicht? Beim Bio sind sie wieder alle rotzbesoffen. Du, Lukas, ich wollte noch sagen, wegen uns. Ach, Coco, komm, jetzt kein Wort zum Sonntag. Was ist das? Kuss, Kappenmaus, Herz, Schrittmacher, Liebe. Ja, richtig, und weiter. Stumpfkarre, Gabelstapler, Schlafwandler, blind. Richtig, und weiter. Stenotypistin, Diktat, Streber, Eif.
Dampfer. Ja, und? Staubsauger. Diabetes. Sucht. Ja, letztes Wort. Finanzamt. Helmut Kohl. Noch. Nee, ich weiß, blöd. Ja! Liebe macht blind und Eifersucht macht blöd. Gewonnen. Oh. Mensch, waren wir doof. Und ich erst. Ich hab dich so lieb. Und ich erst. Wir wollen uns nie wieder streiten. Coco. Coco, ich sehe da einen offenen Käfig. Ich sehe da einen offenen und vor allem leeren Käfig. Wo ist die Ratte? Liebelein, du brauchst überhaupt keine Angst zu haben. Als ich heute Nachmittag Frau Dr. Posauke füttern wollte, da war es ja schon dunkel, nicht? Und sie interessiert sich nun mal für fremde Wohnungen. Aber wenn die Käfigtür offen bleibt, schwupp, ist sie wieder drin und schläft ganz friedlich in ihrem Strohbettchen. Ja. Coco, kein Licht, kein Fernseher, die Küche kalt, der Kühlschrank warm und alles andere voll Müll. Daran kann ich mich gewöhnen. Hm? Aber freilaufende Ratten! Wenn ich das gewollt hätte, wäre ich gleich nach Kalkutta gezogen. Frau Dr. Posauke, wo immer Sie sind, Frau Dr. Coco, Sie haben mich geschafft. Dr. Lukas Lenz zieht ins Hotel. Hm? Und von Besuchen bitte ich abzusehen. Aber du kannst mich doch hier nicht alleine lassen. Guten Abend, Frau Dr. Hamacher. Tschüss, Coco. Guten Abend, Herr Lenz. Frau Hamacher, ist Ihnen nicht gut? Beabsichtigt, das Haus total zu verwüsten. Ich bin jetzt ziemlich am Schwimmen gewesen. Wo geht ihr denn jetzt? Da musst du doch nicht weglaufen. Ich bin bei sinnvoller Arbeit. Immer. Ich selbst wäre auch gerne Handwerkerin geworden. Ich hätte auch das Zeug dazu gehabt. Aber ich habe den Text vergessen. Dass ich eifersüchtig.